Hallo, willkommen zurück zu Black Mesa und dem dümmsten Security Guard aller Zeiten, der da unten liegt. Er dachte, das wäre sein Freund. Ja, er hat ihn gesehen und hat noch versucht, mit ihm zu sprechen, bevor er ihn abgemetzelt hat. Aber ich bin verfrüht hier hereingegangen. Ich muss hier hinten noch irgendwas erledigen, bevor ich weiter kann. Ich weiß nur noch nicht genau, was, aber das wird mir sicherlich gleich einfallen. Eine Kiste! Ich habe eine der Regeln von Half-Life missachtet. Natürlich geht es dann nicht weiter. Ich dummer Idiot, ja. Verschlossen. Immer noch verschlossen. Ich muss wohl doch hier rein. Ich will nicht hier rein. Upsa. Ist noch ein Überbleibsel von meinem letzten Mal Randale machen. Aber ich muss wohl hier rein. Wünscht mir Glück. Und sagt meiner Freundin, ja... Okay, Gordon Freeman hat keine Freunde. Zumindest nicht der Gordon Freeman, den ich spiele. Also, Quatsch. So, da muss ich dann rein, oder? Das wäre so der... Schaffe ich den Sprung? Ja, oder? Das müsste doch gehen. Dann gucke ich noch letztes Mal hier hin. Oh, da hängen Leute an der Wand. Ich will ja eigentlich auf dieses Bücherregal hüpfen, aber das ist, glaube ich, eine dumme Idee. Warum sollte ich es komplizierter machen, als es eigentlich ist? Ich kann doch bestimmt von hier hüpfen. Ja, ich kann hüpfen. Upsala. Okay, okay. Wir haben ein bisschen Schaden genommen. Das war ja zu erwarten, dass ich da Schaden nehmen würde. Ah, wie schön immer dieser Headcrab-Saft auf meiner Brechstange endet, wenn ich sie erschlage. Gefällt mir. Auch auf den Waffen, das gefällt mir auch sehr gut. Also es ist richtig schön... Oh, hallo? Nein! Ich Blödkopf! Vielleicht hätte ich es irgendwie erreichen können. Okay, okay, alles ist gut. Oh, nicht für dich. Aber für mich, ich bin noch hier. Ich bin am Leben. Dieses Geräusch gefällt mir nicht. Das ist einer von diesen Hunden, oder? Was für ein Fernseher. Oh, hallo. Hallo, Munition. Ich kann keine Munition mehr aufheben. Da muss ich mal ein paar Leute erschießen. Upsa. Ihr seid zwar nicht direkt Leute, aber... Wo ist der zweite? Da. Hey, ich nehme, was ich kriegen kann. Okay, das ist gut genug. Gebt mir die Munition. Ja, ich bin ein Hoarder. Ich muss unbedingt maximale Munition haben und für jede Munition muss ich zu... Ich würde jeden Weg gehen für einen Clip Munition. Jeden Weg. Das ist bekannt. Das wollen wir nicht hin. Jeden... Oh, da kann ich hoch. Na, dann wollen wir jetzt aber erst nochmal hier umgucken. Nur für den Fall, dass... Oh, verschlossen. Hey. Da ist bestimmt jemand drin und ich kann ihn retten. Auf geht's. Jetzt bin ich auf der anderen Seite von diesem Gitter. Genau. Und kriege hier mein Health Pack. Also mein... Stirb. Headcrab. Oh, wie der Headcrab-Saft auf der Waffe. Ich glaube, Waffenwechsel macht den... Macht den nicht weg, nein. Schade. Oh. Okay. Headcrab Death. Komm, kleiner Headcrab. Komm, 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 komm. Der böse Laserpointer ist wieder am Einsatz. Oh ja. Eine Sentry Gun. Ich nehme an, da hinten bin ich sicher. Also renne ich einfach dahin. Okay, einfach war jetzt wahrscheinlich... das war wahrscheinlich nicht so einfach. Weil ich eine Menge Schaden genommen habe, den ich vermutlich hätte vermeiden können. Kann ich den denn überhaupt abknallen? Oh. Ah, sie ist weg. Ich kann dieses Wartespiel spielen. Ich habe keinerlei Pläne für heute. Keinerlei Pläne whatsoever. Okay, sie ist kaputt. Also man kann ihn einfach umbringen. Einfach ist gut. Dieser hässliche Laserpointer. Ich hoffe nur, dass ich diese Sentry nicht
gebraucht hätte, um hier ein paar Gegner zu mich ein paar Gegner zu entledigen. Gucken wir doch erstmal nach der Sentry Gun. Weil hier ist ja ein Gabelstapler und hier ist so ein Kontrollierding. Ach so, okay. Ist doch auf einer größeren Skala, als ich gedacht habe. Nicht, dass ich mich da beschweren will. Nee. Nee, nee. Okay, da oben ist es vergittert, das Glas. Da komme ich nicht rein. Danger, danger, danger. Interessant, dass diese Sentry Guns auf alles schießen. Wahrscheinlich ist das die einzige Einstellung, die sie haben. Gordon Freeman ist faul. Gordon Freeman benutzt den Aufzug. Auch wenn er einfach runterhüpfen könnte. Was ist da hinten drin? Da hinten drin ist doch auch wieder was, oder? Ach so, ja. Warum sollte ich mich denn quälen? Ich meine, das ist zwar, entspricht nicht den, wie nennt man das? Arbeitssicherungsbedingungen, aber hey. Ah, oh, okay. Ich hätte die Sentry Gun auch ausstellen können. So, jetzt bist du tot und aus. Wie gefällt's dir das, hä? Ja, tot und aus. Ich mache das sehr gründlich. Gordon Freeman ist immer sehr gründlich. Der hat auch immer kleine Notizen auf seine Berechnungen geschrieben. Mit hilfreichen Pfeilen und lustigen Comics und... Ah, Hilfe! Oh! Ah, hallo! Du hast eine Magnum! Was? Ich zuerst? Du bist doch der Security Guard. Folgst du mir? Ja. Oh yeah. Do you feel lucky, Punk? Headcrab. Dann komm mit, mein neuer Henchman. Oh, yeah. Ich bin besser als du. Okay, okay. Ich sag dann zu mal nix. Nein, natürlich werde ich nicht vergessen, nachzuladen. Watch your head, Doc. Ja. Wie wär's, wenn du mir hilfst? Na okay, vielleicht muss ich auf dem Weg bleiben, damit er mir folgt. Hey, dass ihr alle die gleiche Krawatte habt. Ihr seid alle Part des Systems. Happy trails, you poor bastard. Oh. Okay, geh mal aus meinem Weg. Los. Excuse me. Ja, ja. Hör auf, mich anzurempeln, ne? Willst du Stress? Okay. Okay, okay. Quiet. I hear something. It could be help. Was, wo? Ich hab nicht gehört, woher das kam. Ich hab keine... Ich war zu langsam. Und hätte fast weggeguckt und dieses Spektakel verpasst. Aber da war doch eine Frauenstimme auch, oder? Seit wann gibt's denn Frauenwissenschaftler? Hier, na? Oh, hallo. Oh. Das ist Schrödingers Katze. Ach so. Schrödingers Katze. Aber ich weiß nicht, warum Quantenmechanik tot sein sollte. Wen haben wir hier? Hedy Lamarr. Keine Ahnung, wer das ist. Wer bist du? Upsala. Hä? Ach, Richard Feynman. Okay, okay. Bist ein Nerd. Wer auch immer hier gearbeitet hat, verdiente den Tod. Weil er ein Porträt von Richard Feynman an der Wand hatte. Meine Fresse, da will ich da rein? Ich muss da vielleicht rein. Ja, los! Okay, nee, ich muss da bestimmt nicht rein. Nein, ich hab ja meinen... Nein. Das ist immer meine Antwort. Ich hab nichts gehört. Ich lass mich da immer überraschen. Ich mach mir keine Angst unnötigerweise vorher. Uiuiui. Du musst weg. Und du auch. Und du. Oh. Damals, ich erinnere mich noch, damals bin ich den ausgewichen. mit meinen 16 Jahre alten Reflexen oder so. Ja. Heute muss ich den Schaden nehmen. Weil ich aber zu langsam bin. Ah. Okay, das lief gut. Das lief gut. Jetzt habe ich was gehört. Ach, das warst du. Okay. Okay. Genehmigt. Munition. Ah, eine Doktorarbeit. Die nehme ich mit. Dann habe ich noch einen Doktor. Da komme ich nicht durch. Was okay ist. Denn wir haben diesen Bereich noch nicht erkundet.
Oh, ich hasse das. Wieso haben die nur diese Decken gebaut? Achso, da hängt der Leiter. Okay. Dann nehme ich mal an, dass unsere kurze Zusammenarbeit dann beendet ist, sobald ich die Leiter da hochklettere. Aufs Damenklo gehen? Ja, es ist sauberer normalerweise. Ah. Oh, was haben wir hier? Wow, Gordon Freeman, du bist so stark. Du kannst sogar... Ja. Wieder... Was haben wir da? Oh. Das sind die zusammengeleimten Bücher. Meine Güte. Nee, das ist bestimmt kein Drill. Die ganzen Aliens, ich weiß nicht. Was ist das denn? Ah! Oh. Okay. Den würde ich gern treffen. Wer auch immer das ist, der hat interessante Sachen an der Wand hängen. Ja! Immer ist er in meinem Weg. Der hält mich voll zurück. Wo müssen wir denn lang? Hier rein, oder? Ja, ich habe ein gutes Gefühl bei dem Gang. Und gutes Gefühl bedeutet, speichern. Ich habe nämlich ein gutes Gefühl, dass es hier gefährlich wird. Vielleicht kann man den auch gar nicht mehr so einfach ausweichen. Kann man den auch nicht mehr so einfach ausweichen. Wir haben mal hier. Kann ich nicht lesen. Ich werde alt. Nee, die kenne ich alle nicht. Wenigstens Dingsbums habe ich schon mal gehört. Feynman und so. Oh, hallo. You ever seen anything like this? Nee. Wobei, ich habe viele B-Horror-Filme gesehen und ich muss sagen, ja. Hey, ein Aufzug. Warum nicht den Aufzug benutzen? Okay. Scheinbar nicht. Let me get out of your way there. Ja, ja, ja. Du bist immer im Weg, Junge. Und was haben wir hier? Da ist, hängt doch einer. Danke für den Hinweis. Danke für den... Oh, hallo! I just overheard a secure access transmission. Soldiers have arrived. They're coming to rescue us. Of course, I have my doubts that we'll live long enough to greet them. Ha, so ein großes Gehirn zu haben, muss schon eine Plage sein. Dieser ganze Pessimismus oder Zynismus oder was auch immer er hier hat, diese realistische Einschätzung seiner Überlebenschancen, ich möchte nicht du sein. So, was haben wir hier? Ach so, ja. Hey, das können wir hier vor die Tür machen, da können wir uns verstecken, bis die Soldaten kommen. Aber ich glaube, das ist keine Option. Kommst du mit mir mit? Auch. Ja, ich will eigentlich, dass ihr mir beide folgt. Hey, Wissenschaftler. That's enough excitement for me, thanks. Okay. Ich helfe dir aber. Ich helfe dir. Kein Scheiß. Okay. Okay, und keiner kann dich mehr kriegen. Außer wenn er da oben durch das Loch geht, wie alle Aliens anscheinend irrsinnig hochspringen können. Also, basically, du bist im Arsch. Aber hey, das macht's für diese Folge. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen.